Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade, diese Zeit des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Jesus, viele Male wirst du mit deinen Aposteln und mit anderen darüber gesprochen haben, was denn einmal aus deiner ganzen Geschichte werden wird. Und zwar dann, wenn du bereits die Erlösung, deine Auferstehung, deinen vorhergesagten Tod bereits erlitten hattest und im Himmel bist bei deinem Vater. Das ganze 14. Kapitel beim Evangelisten Johannes spricht von diesem etwas geheimnisvollen Gespräch mit deinen Jüngern. Jesus, du sprichst mit ihnen darüber, was es bedeutet, deinen Glauben, den du vermittelt hast, weiter zu bewahren, bis hinein in unsere Zeit, es sind ja Jahrtausende bereits vergangen. Der entscheidende Satz im 14. Kapitel lautet ja, ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir und ich bin bei euch. Natürlich ist das ein Geheimnis, wie das alles heute stattfindet, aber wir sind nicht ungebildet. Wir wissen, dass es den Heiligen Geist gibt. Wir wissen, dass es die Kirche gibt, die die Lehre Christi weiterträgt. Wir wissen von den Nachfolgern der Apostel, die treu gewesen sind und den Glauben auch treu weitergegeben haben. Aber das würde nicht genügen. Hören wir deswegen den genauen Wortlaut, was Jesus in diesem Kapitel heute von der Heiligen Messe hören wir, dass es genau die Punkte sind, die wir brauchen. Da heißt es wörtlich, in jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, wer meine Gebote hält und sie hat, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Es wird also eine tiefe Einheit zwischen den Christen, der Kirche und dem Herrn geben, wenn wir, ehrlich gesagt, tief an Christus festhalten und auch fest den Glauben in uns selbst, in jeder Person verankern. Aber anscheinend treten sofort die ersten Schwierigkeiten auf. Ist es denn so, dass nur die Gebote alles zusammenhalten und dann, wenn wir sie treu bis in den letzten Punkt hinein erfüllen? Das kann nicht sein. Und deswegen spricht Jesus so eindeutig davon, dass wir ihn lieben müssen und aus Liebe heraus seine Lehre auch aufnehmen. Es reicht nicht aus, die Gebote zu kennen, sondern es muss diese lebendige, innige Beziehung jedes Einzelnen zu dir, Herr, bestehen. Und dann werden wir auch die Offenbarung erfahren. Dann werden wir das behalten, wie du einen sozusagen Vorhang vor den Geheimnissen wegziehst und alles zeigt sich in deiner wunderbaren Pracht und mit den herrlichen Aussagen des Evangeliums, das heißt den Worten des Herrn. Notwendig ist also, dass ich, Jesus, dich wirklich liebe, gerne habe und mit ganzem Herzen das annehme, was du uns gelehrt hast. Dann wird es nämlich eine lebendige Beziehung des Glaubens und wir sind tatsächlich eine Glaubensgemeinschaft, wo nichts herausbrechen darf, sondern wo dieser Glaube immer nur noch stärker wird. Ist es nicht so, dass die Liebe zu Gott und die Liebe Gottes zu uns das Wichtigste ist, wichtiger als alle Gebote, und wir haben gar nicht so viele. Entscheidend ist aber, ob wir tatsächlich durch die Taufe angefangen eine Verbindung mit dem Herrn haben, wo die Liebe im Vordergrund steht. Direkt danach kommt schon ein großer Einwand von einem der Apostel, da heißt es nämlich, Judas, nicht der Judas Iskariot,
fragte ihn: Herr, warum willst du dich nur uns offenbaren und nicht der Welt? Wäre es nicht einfacher gewesen, alles zusammenzufassen in einem einzigen Buch, wo wir alles wieder entdecken, bis auf die kleinsten Kleinigkeiten? Natürlich können wir sagen, haben wir die Heilige Schrift, eines der wichtigsten Dokumente, die uns den Glauben vermitteln. Natürlich haben wir die Kirche, die auch heute deutlich macht, was Inhalt unseres Glaubens ist. Wir wissen natürlich, dass diese Frage nicht von Judas Iskariot gestellt wird, der den Herrn verraten hat, sondern von dem anderen Apostel, der ebenfalls Judas hieß. Die Antwort Jesu ist überraschend, weil sie uns nicht befriedigend erscheint. Da heißt es nämlich, Jesus antwortete ihm: Wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Zwei Dinge stehen hier also im Vordergrund. Auf der einen Seite die Freiheit des Menschen. Wir werden nicht gezwungen zum Glauben. Wir werden auch nicht gezwungen, alles das nur festzuhalten, was der Herr gesagt hat, weil wir dann eine absolute Sicherheit hätten. Und das andere, ich kann nur gläubig sein, wenn ich wirklich liebe. Alle Überzeugungen sind letztlich nicht brauchbar. Was Jesus möchte, ist, Menschen zu haben, die getauft sind, die dir nachfolgen, dem Herrn, aber eben in Freiheit und nicht alles nur einfach nachplappern. Jemand sagte einmal deswegen zu Recht, man kann nur leben und glauben in Freiheit. Wir wollen den Glauben annehmen. Deswegen sagte der berühmte heilige Augustinus diesen wertvollen Satz, liebe und tu, was du willst. Deswegen kannst du Jesus weiter sagen, wer mich nicht liebt, hält an meinem Wort nicht fest. Und das Wort, das ihr hört, stammt nicht von mir, sondern vom Vater, der mich gesandt hat. Und weiter, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Es ist also nicht so, dass du Jesus nach deiner Himmelfahrt dich zurückgezogen hättest in der Unendlichkeit irgendwo im Kosmos. Nein, unser Glaube sagt, du, Herr, lebst, und zwar mitten unter uns. Wir hören von den Sakramenten, also den Zeichen seiner Gegenwart. Wir lesen die Heilige Schrift, das, was du, Herr, den Aposteln, den Evangelisten mitgegeben hast, um es uns zu verkündigen. Wir kennen jedes einzelne Wort von dir im Gebet, wo wir es hören. Und die Schrift sagt ja, der Glaube kommt vom Hören. Im Beten können wir mit dir, Jesus, sogar sprechen und du wirst uns vieles sagen. In manchen Sakramenten, wie in der Heiligen Eucharistie, bist du der lebendige Gott, dem wir nicht nur nachfolgen, sondern dem wir auch gehorchen dürfen, um seinen Willen zu erfahren. Bitten wir Maria, die Mutter aller Glaubenden, darum, uns in dieser Beziehung zum Herrn wach aufrecht zu erhalten. Dann werden wir mit dir, Jesus, immer sprechen können. Wir lassen uns helfen. Es ist eine lebendige Beziehung aus dem Leben der Gläubigen. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in diese Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, heilige Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.